Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Herzlich willkommen auch am Sonntag dann vor den Bildschirmen. Schön, dass ihr auch dabei seid. Wir freuen uns zusammen, Gottesdienst feiern zu dürfen, den Alltag hinter uns zu lassen und einfach auf Gott zu gucken und abzuschalten. Ich habe heute einen Vers mitgebracht aus Jeremia 12, Vers 3. Genau, du aber Herr, du kennst mich, du siehst mich, du prüfst mein Herz, wie es zu dir steht. Und das Interessante ist, Jeremia sagt das in der Zeit, wo er gerade nicht so genau weiß, wie alles aussieht, aber eines weiß er, dass Gott ihn kennt, dass er weiß, in welcher Situation er steht. Und das andere, das klingt ein bisschen bedrohlich erst, du prüfst mein Herz, aber wir testen meistens die Sachen, die uns ganz, ganz wichtig sind und die wir wollen, das durchhalten, bestehen. Wir wollen, glaube ich, alle nicht in ein Flugzeug steigen, was nicht geprüft ist. Gott will mit uns auch ans Ziel kommen und du bist ihm wichtig. Wir wollen jetzt zusammen Gottesdienst feiern. Ich werde noch beten und dann werden wir singen zusammen. Genau. Herr, ich danke dir für die Zeit, die wir zusammen haben dürfen. Ich danke dir, dass wir dir wichtig sind, dass du auf uns schaust und dass du uns kennst und dass du um unser Herz bemüht bist. Danke für die Zeit. Amen.
du bist ein wunderbarer Gott. Du bist mein Hirte und mein Tröster. Du bist ein wunderbarer Freund. Du bist mein Heiland, mein Erlöser. Wir zwei gehören zusammen. Mit jedem Schritt zum Kreuz hast du gezeigt. Du bist zum Äußersten bereit, hast mich aus Feindeshand befreit und ich war.
wir lieben deine Gegenwart, wir lieben deine Nähe. Es gibt keinen Ort, wo wir sein wollen, außer bei dir, ganz nah bei dir. Rede fest, wundere, gnadenvoll, Gottes Sohn, Herr der Herr, starker Held, König und Gott von Ewigkeit. Preis sei deinem Namen. Wunderbar bist du. Ein großer und starker Retter. Die Freude und Schönheit. Herr, ich danke dir, dass du deine Gemeinde liebst. Ich danke dir, dass du uns in Liebe annimmst. Und ich danke dir, dass wir hier sein dürfen. Dass du uns nach Schmal gestellt hast. Womit du der Welt zum Segen werden möchtest. Wo du der Gegend hier in Schmal zum Segen werden möchtest. Herr, ich danke dir, dass du der Arzt bist, dass du nicht fern bist denjenigen, die in Not sind und Heilung und Rettung brauchen. Und so bitten wir für all die Kranken hier und für all die Leute, die Hilfe brauchen. Ich danke dir, dass du dich ihnen erbarmst und dass du ihnen nah bist, Herr. Ich danke dir auch für die Leute, die uns vorgesetzt sind in Verantwortung, Herr, für unseren Bürgermeister und für die Leute in der Regierung, in der Landesregierung und der Bundesregierung. Ich danke dir, dass sie in deiner Hand sind. Und Herr, wir bitten dich, dass du ihnen Weisheit und Kraft und Stärke gibst für all die Entscheidungen, die sie zu treffen haben und dass du ihnen hilfst, unser Volk zu leiten durch die ganzen Herausforderungen, denen wir auch gegenüberstehen. Herr, ich danke dir, dass du ein guter und treuer Versorger bist. Ich danke dir, dass du das hier für die Gemeinde bist, für die anderen Gemeinden, die du auch gebrauchst, zum Segen, Herr. Und dass du auch das Land gebrauchst, um anderen zum Segen zu werden. Herr, und wir danken dir auch, dass du nicht nur einfach segnest, sondern dass du uns auch zum Segen setzt und dass du das, die Sachen, mit denen wir auch zum Segen werden dürfen, dass du uns die auch noch in die Hand gibst, Herr. Und für die Sachen, die wir beisteuern dürfen, Herr, bitten wir dich, dass du die segnest, dass wieder dein Reich weiterkommt, dass die Freiheit, der Friede, das Heil über das Land kommt, Herr. Amen. Wir für alle Leute, die gerne sich
die Gemeinde unterstützen will finanziell, die sind herzlich eingeladen, dann nach dem Gottesdienst da hinten in die Box über den Brief ihre Sachen mit einzuwerfen. Genau, wir haben auch noch Zettel auf dem Platz liegen, da können Leute Ermutigungen draufschreiben, die können später ausgeteilt werden. Genau, wir wollen noch ein Lied singen und dann hören wir Daniel, der uns das Wort predigt. Danke. Sie wehret für immer. Herr, du bist gut, deine Gnade, sie wehret für immer. Aus jedem Land und aus jeder Nation, Generation von Generation, wir preisen dich. Halleluja, Halleluja, wir preisen dich, allmächtiger Gott. Du bist gut, deine Gnade, sie währt für immer. Ja, du bist gut, deine Gnade, sie währt. Ich hoffe, dass mein Mikro jetzt an ist und dass ich gehört werde. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir gemeinsam den Gottesdienst feiern können. Vielen Dank an das Lobpreisteam, an David, an all diejenigen, die das möglich gemacht haben, dass wir den Gottesdienst wieder feiern können. Und es kann sein, dass du zum ersten Mal dabei bist in solch einer Formation, dann bist du umso herzlicher hier empfangen und willkommen. Wir freuen uns über diesen Freitag, freuen uns natürlich über jeden einzelnen Zuschauer online. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und am Sonntag freue ich mich über ein neues Highlight bei uns in der Gemeinde, dass wir unseren Gottesdienst draußen im Egerpark feiern werden, aber dazu mehr. Wir sind ja als Gemeinde mitten in einer Predigtreihe und diese Predigtreihe hat eine Überschrift. Ihr lieben Techniker, bitte hilft mir, Geheimnisse verstehen. Und wie ich das in den letzten Wochen schon erwähnt habe, es kann sein, dass du Geheimnisse liebst, es kann sein, dass du das gar nicht magst, aber wir können nichts daran ändern, dass Jesus Christus so vieles von dem, was er uns erklären konnte, wollte, dass er das in der Tat in der Form eines Geheimnisses dargestellt hat. Aber denjenigen, die zu ihm gehören, also da, wo die Herzen offen sind, die danach trachten, die das suchen, ihnen möchte er das zeigen, um was es dabei geht. Und ich steige auch bei dieser Predigt mit einem kurzen Bibelabschnitt, der ist jeder eigenen Predigt
in dieser Predigtreihe am Anfang angestellt. Lass uns damit starten und dann werde ich ein wenig mehr sagen, was ich damit meine. Wir lesen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 13, Verse 44 bis 45. Das Himmelreich. Das Himmelreich, sagt Jesus, ist gleich einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Und wiederum ist das Himmelreich gleich einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er nun eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Die allermeiste Zeit von dem, was Jesus gebraucht hatte, um zu Menschen zu predigen, sprach er über ein bestimmtes Thema. Es war nicht so, dass das eine Ansammlung war von allen möglichen Hilfestellungen für das Leben der Menschen, wie sie mit ihrem Leben hier auf der Erde klarkommen, sondern Christus hatte eine klare Botschaft und diese Botschaft war zutiefst mit seinem ganzen Leben, mit seinem Wirken, mit seinem Kommen hier auf der Erde verbunden. Und wenn du in das Neue Testament hineinschaust, dann wirst du sehr schnell entdecken, dass die einzelnen Geschichten, die wir dort wiederfinden, die für uns auf den ersten Blick ohne jegliche Verbindung dastehen, würde man die Linien dort richtig zusammenziehen, wie das die Kinder sehr oft tun bei den Malen nach Zahlenbildern, dann entsteht dort ein Bild, eine Zeichnung von dem, dass Christus ein Königreich hier auf der Erde gegründet hat und er ist der wahre König da drin. Es geht darum, dass in allen diesen kleinen Geschichten, die für uns voller Staunen sind, dass Jesus Menschen die Augen aufgemacht hat, geheilt hat, dass Christus auf dem Wasser lief, dass er das Brot vermehrt hat, den Tempel gereinigt hat. Das ist ja nur eine kleine Auswahl, was wir hier auf dem Bildschirm sehen. Mit all dem, was Christus getan hat, bewies er eins, hinter meinen Worten steht in der Tat die Wahrheit, eine Erfahrung, die Tatsache, ich gründe hier auf der Erde mein Königreich. Und jedes Mal dann, wenn die Jünger ihn gefragt haben, Jesus Christus, was hat es mit diesem Königreich auf sich? Wird es denn in der Tat so sein, dass die Macht der Römer, die jetzt gerade über uns so deutlich zu spüren ist, dann eines Tages gebrochen ist und dann sind wir wieder das Volk? Dann sind wir wieder an der Macht? Ist das das Königreich, was du meinst? Und sobald alle Menschen wieder weggegangen sind, rief er wieder die 12 zusammen und er sagte, wollt ihr das verstehen? Dann erkläre ich euch das Geheimnis. Und überall dort, wo die Jünger das Geheimnis verstanden haben, sie konnten daraus eine Botschaft für sich ziehen, dass es nicht nur darum geht, dass das irgendwie so ein Gedanke ist an eine politische Idee oder vielleicht irgendein Teil der neuen Philosophie, sondern sie begriffen, es ist in der Tat etwas Neues, was Christus hier auf der Erde gegründet hat. Es ist ein Königreich, es ist eine personelle Macht, das ist das, was ich in den letzten Tagen, Sonntagen gepredigt habe. Eine neue, personale, dynamische Wirklichkeit, die seit dem Kreuz und der Auferstehung bereits gegenwärtig ist und immer größer wird. Und diese Wirklichkeit, die ist da, die kann man spüren, und zwar an all den Stellen, wo Christus seine Herrschaft ausbreitet. Und bevor ich ganz lange darauf eingehe, was ich bei den letzten Freitagen und Sonntagen gesagt habe, ist es mir eine Sache an dieser Stelle wichtig, da an einem Punkt einzusteigen, damit du schnell verstehst, worum es heute Abend geht. Ich hatte es bei den letzten Malen gesagt, dass Gott selber von seiner Idee niemals weggekommen ist. Er wollte den Menschen als einen Stellvertreter hier auf der Erde. Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild. Und dafür gibt es einen Grund. Gott wollte, dass die Herrschaft Gottes, die liebevolle, die fürsorgliche, die weit im Voraus schauende, all das, was in Gottes Person ist, er sagte, an euch, Adam und Eva, wird es sichtbar sein. Ich möchte, dass ihr meine Herrschaft hier auf der Erde repräsentiert. An euch soll ich sichtbar sein, wie ich bin. Nun, kümmert euch um die Erde, herrscht darüber, pflanzt all das, was euch wichtig ist. Kümmert euch um das Leben hier auf der Erde und darin wird sichtbar, dass ich mit euch bin. Der Mensch hat nicht immer diese Berufung gelebt, aber Gott blieb bei seiner Idee. Das Gleiche hatte Gott für sein Volk gewollt, für das Volk Israel und sagte, ihr seid mir diejenigen, die hier auf der Erde herrschen sollen. Nicht in der Form, dass das in einer Art von irgendeinem weltumspannenden Reich gemeint ist, sondern vielmehr, dass er einen Einfluss ausübt. Und Gott gibt, wie damals Adam und Eva, so auch seinem Volk, genauso auch uns im Neuen Testament, eine Berufung, einen Amt. Und er sagt, diejenigen, die an mich glauben, sagt Christus, ihr seid königliche Priester. Das ist genau der Punkt, worum es heute geht. Und ich möchte an dieser Stelle natürlich diesen einen Gedanken, königliche Priesterschaft mit deinem Leben, mit deiner Person, mit deinem Glauben verbinden. Und bitte erlaubt mir, jetzt gerade an dieser Stelle, um da wirklich einsteigen zu können, um vielleicht ein paar Sachen herauszunehmen aus der ganzen Diskussion, aus diesem Gedankengang, was dir möglicherweise dann auch eine Hilfe wäre, sobald das weggenommen ist. Also, lieber Freund, woran denkst du, wenn ich das Wort ausspreche, königliche Priesterschaft?
Welches Bild hast du vor Augen? Wenn du jetzt an einen König denkst und an einen Priester denkst, welch ein Bild hast du dann vor Augen? Wir starten mal bei den Königen. Wir könnten uns einen König vorstellen, der steht da in einem wunderbaren, reichen Mantel mit einem Pelz oben drüber. Und dann sieht man, dass seine Insignien an dem sichtbar sind, dass er eine goldene Kette hat und dann vielleicht noch irgendein Stock in seiner Hand. Und dann sieht man, das ist wirklich ein König. Dieser König, der hat ein Reich und dieses Königreich hat irgendwelche Grenzen. Dieser König, wenn er ein guter König ist, dann kümmert er sich um die Menschen, die in seinem Königreich leben. Ihm ist es wichtig, dass sein Reich größer und stärker und wohlhabender wird. Es gibt Könige und wir wissen das von ihnen, dass sie gerne große Armeen haben, um ihre Königreiche zu beschützen. Königreiche, die gegen andere Königreiche kämpfen, um das zu bekommen, was irgendwie auf der anderen Seite des Grenzzaunes steht. Und wenn du dieses Bild gerade vor Augen hast, dann wird es für dich sehr schwierig sein, damit hineinzukommen, was Christus uns im Neuen Testament über die königliche Priesterschaft gesagt hat. Als Jesus Christus als König hier auf die Erde kam, dann sah man, dass er ein Königreich meint, was in der Tat ganz anders aussieht. Und warum sieht es ganz anders aus? Wenn du zu dem Christus schaust, der am Kreuz hängt und eine Krone auf sich anziehen ließ, dann siehst du, dass diese Krone bei ihm, dass sie ganz anders aussieht. Überall dort, wo die Könige dieser Welt nach Macht, nach Herrlichkeit, nach Ruhm verlangen und alles dafür tun, sehen wir unseren König, der am Kreuze hängt und sein Königreich ist ein ganz anderes. Und darum wäre es für dich vielleicht möglicherweise an dieser Stelle eine kleine Hilfe zu verstehen. Gott denkt an dich und möchte dich als einen königlichen Priester hier auf der Erde haben. Nicht in der Form, dass du diese Bilder von einem König, was man ja aus den Nachrichten, aus den Geschichtsbüchern kennt, auf dein Leben projizierst, sondern mit dem, was Christus in seinem Leben hatte, dass das in deinem Leben, in deinem Glauben sichtbar wird. Welch ein Bild hast du von einem Priester? Priester sind doch diese Menschen, die sind ganz abgesondert von dem Alltag. Die verbringen die meiste Zeit ihres Tages irgendwo im Tempel. Sie bringen Opfer da, sie sind ständig in einem Weihrauch irgendwo versunken. Abends so sehen sie auch dieses Volk, was zum Beten kommt. Und diese Priester, die sind in der Tat irgendwie über alle Wolken mit ihrem Glauben, mit dem, wie sie das erleben. Das sind quasi Priester, die verbringen dort ihren Dienst, den priesterlichen Dienst. Wenn du jetzt an dich denkst, dann würdest du sagen, das hat doch null mit meinem Leben was zu tun. Das hat überhaupt keine Relevanz für mich. Ich bin nicht dieser König, der irgendwo auf einem Thron sitzt. Ich bin auch nicht ein Priester, der irgendwo im Tempel die ganze Zeit anbetet. Was meint denn Jesus Christus, als er sagte, ich möchte, dass du ein königlicher Priester bist? Eine kleine Antwort gebe ich dir, ganz am Anfang. Vor ein paar Jahren hatten wir einen Studenten bei uns in der Gemeinde, der hier Medizin studiert hatte. Und bevor er nach Rostock gekommen ist, verbrachte er ein oder zwei Semester seines Studiums in Südafrika. Genau gesagt in Johannesburg und noch genauer gesagt in einem Vorort von Südafrika in Soweto. Soweto ist ja so eine Abkürzung bzw. ein Zusammenschluss von den Anfangsbuchstaben. Das sind eigentlich Slums von Johannesburg. Aufgrund von dieser Rassentrennung, die hässlich ist, die auch gerade in unserer Zeit, wir haben das ja alle in den Nachrichten mitbekommen, was dieser Kampf zwischen den Hautfarben an sich an Hässlichkeiten hervorbringen kann. In dieser Zeit, wo Johannesburg sehr stark gewachsen ist, hatten sie das in ihre Siedlungspolitik mit eingeräumt, dass es bestimmte Bereiche gibt, wo quasi alle anderen leben sollen, die keine helle Hautfarbe haben. Und dann leben sie dort. Und natürlich gestaltet sich das Leben dort in Slums, zum Beispiel in diesem Soweto, so, dass die Menschen, die dort leben, sie haben buchstäblich gar keine Zukunft, gar keine Aussicht auf das, dass ihr Leben dort eines Tages besser werden kann. Und dann erzählte mir dieser Student, er sagte, Daniel, bevor ich nach Südafrika gegangen bin, war ich mit meinem Glauben und mit meiner Beziehung zur Gemeinde und zu dem Dienst in der Gemeinde eher so, dass ich mir sagte, naja, also für manche Menschen ist die Gemeinde ganz wichtig, die möchten dort auch ein Teil sein. Für mich ist es dann wichtig, wenn ich von der Gemeinde was brauche, vielleicht mal ein Fest, vielleicht ist es Weihnachten, Sommer oder Weihnachten nicht im Sommer, sondern Weihnachten oder im Frühling dann quasi Osterfest. Wenn jemand bei uns in der Familie heiratet oder wenn wir ein Kind dann irgendwie segnen möchten, dann braucht man schon die Gemeinde. Aber an sich ist es nicht meine Welt, obgleich ich ein Christ bin, sagte er.
Und er sagte, meine Beziehung zur Gemeinde hat sich völlig verändert, sobald ich eine Zeit lang in Johannesburg gelebt habe. Und vor allem ein Teil von diesem Soweto, also von diesen Slums, was ich besucht habe, er sagte, das erschloss mir eine komplett neue Welt. Und ich begriff auf einmal, wie wichtig ist das, dass Gott seine Gemeinde hier auf der Erde haben wollte. Was meinte er damit? Er sagte, wenn du durch die Slums gehst, dann wirst du einen gewaltigen Unterschied entdecken. Und zwar, er sagte, vor allem kannte er einen Viertel von den Slums. Du kannst dir vorstellen, dort leben ja mehrere Millionen Menschen, wo kein fließend Wasser ist, wo kein Strom ist, wo ständig nur an Drogen, an Kriminalität und an Raub und an sowas gedacht wird. Er sagte, wenn du in einen bestimmten Stadtteil hineingehst, also in einem Viertel von diesen Slums, siehst du und spürst du einen gewaltigen Unterschied. Und am Anfang konnte er sich das nicht vorstellen und die Antwort auf diese Frage, warum es dort so anders aussieht, war für ihn so verblüffend interessant, dass er sagte, zum ersten Mal entdecke ich für mich das, was Gott als eine Berufung für die Gemeinde gedacht hat. Und was meinte er damit? Er meinte, in einem Viertel von diesem Slums, also in einem bestimmten Abschnitt, sieht man das, dass dort Familien nicht auseinanderbrechen, sondern zusammenhalten. Dort ist es nicht so, dass ihre Väter, die Väter oder die Mütter ihr achtjähriges Mädchen in die Sexsklaverei, in die Prostitution verkaufen. Dort ist es nicht so, dass an jeder Ecke irgendwo eine Gefahr lauert. Dort ist es nicht so, dass die Kinder von frühen Morgen bis zum späten Abend auf der Straße lauern und lungern und irgendwo versuchen, irgendetwas zu stehlen, zu klauen, damit sie wenigstens ein wenig am Tage zu essen bekommen. Er sagte, ich sah einen Stadtviertel, das war verwandelt, das war immer noch in diesen Slums, immer noch in der tiefsten Armut. Aber es gab dort eine Kirche, eine Gemeinde von Jesu, die verstanden haben, es ist nun mal unser Ort. Es ist für uns ein Platz, wo Gott uns haben möchte als königliche Priesterschaft und hier leben wir unsere Berufung. Was hatte die Gemeinde gesagt? Die Gemeinde sagte, es kann nicht sein, dass überall dort, wo wir leben, wo wir unseren Gottesdiensthaus haben, wo wir zum Gottesdienst zusammenkommen und beten, dass es um uns genauso aussieht wie an den Orten, wo es keine Gemeinden gibt. Und dann starteten sie. Sie begannen für ihren Stadtteil zu beten und überall dort, wo sie vor Gott im Gebet eingetreten sind, kam auch in der Tat die Kraft und die Weisheit Gottes in ihr Leben, dass sie begonnen haben, in diesem Stadtviertel einen Unterschied zu machen. Mit dem wenigen, was sie konnten, starteten sie Kindergärten. Sie starteten eine Betreuung für die Menschen, die sonst sich niemals eine Möglichkeit bekommen könnten, ihre Kinder irgendwo zu einem Kindergarten zu schicken. Sie gründeten Schulen, so einfach und so primitiv das ist, aber sie gründeten dort in diesen Slums Schulen. Wenn einer bis 10 zählen konnte, war er schon mal ein Lehrer und die waren sehr dankbar dafür. Was sie außerdem gemacht haben, sie haben ein paar Hütten etwas sauber gemacht und hatten daraus eine Krankenstation gemacht. Und mit allen Mitteln, mit dem, was ihnen zur Verfügung stand, hatten sie dort kranke Menschen gepflegt, damit sie eine Besserung und eine Linderung erleben an ihren Wunden und an ihren Krankheiten. Sie starteten soziale Programme, die gesamten Stadtviertel erreichen konnte. Und dieser Student, der aus Deutschland dort zu Besuch war, er sagte, jetzt begreife ich eigentlich, was die Berufung einer Gemeinde ist. Dass sie einen positiven Einfluss ausübt, dass dort sichtbar wird, dass die Menschen merken, es ist für uns gegeben. Wie genial ist es, dass bei uns im Stadtviertel eine Kirche gibt, die Gott liebt und Menschen lieben. Freunde, genau darum sprach Christus. Genau darum. Er sagte, ich gründe meine Gemeinde. Und als Jesus Christus das gesagt hat, er sagte nicht, ich gründe ein e.V. oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Christus sagte, ich gründe meine Ekklesia. Und Ekklesia, genauso wie auch das Evangelium, ist zutiefst ein politischer Begriff. Etwas, was die Menschen in ihrem Alltag wirklich kannten. In jeder einzelnen Stadt gab es eine Ekklesia. Aber zunächst einmal nicht eine Gemeinde, sondern Ekklesia. Das war eine Versammlung von Menschen, die in der Obrigkeit der Stadt saßen und die hatten sich die Frage gestellt, wie können wir in dieser Stadt weitere Schritte vornehmen, damit das Leben in dieser Stadt noch ein besseres Leben werden würde. Und die Versammlung von diesen Menschen nannte man Ekklesia. Das sind die Menschen, die herausgerufen sind. Das sind die Menschen, die sich Gedanken darüber gemacht haben, wie leben wir hier bei uns in der Stadt und wonach sieht das Leben in der Gesellschaft jetzt gerade aus und wie soll es in der Zukunft aussehen. Und Jesus Christus, der gebraucht nicht einen neuen Begriff. Er sagt, ihr seid nicht irgendwie zwei, drei Leute, die zusammen beten. Ihr seid nicht einfach irgendeine Gemeinschaft. Ihr seid Ekklesia. Und ich stelle meine Gemeinde und die wird strahlen. Ich stelle meine Gemeinde hin und die ist wie eine Stadt auf dem Berg. Und jeder Mensch, der da in die Nähe kommt, wird unweigerlich die Schönheit und das Licht und die Herrlichkeit dieser Stadt sehen. Genau diese Vision hat Christus von seiner Gemeinde.
Und darum spricht Jesus Christus das heute zu dir, zu mir, bei uns im christlichen Zentrum. Wie gesagt, genau gesagt, auch an jedem einzelnen anderen Ort, wo Christen zusammenkommen und sich eine Kirche, eine Gemeinde nennen, dann sagt Gott, ihr seid meine Ekklesia. Ich möchte euch hier in dieser Stadt haben, dass durch euch sichtbar werden kann, was ich für euch vorbereitet habe. Die Frage wäre an dieser Stelle, Jesus, das hast du ja wirklich nett gemeint, aber wie kann ich das leben? Freunde, darf ich dir erzählen, was mir bei dieser Predigt, bei der Vorbereitung am allerschwersten fiel? Am schwierigsten ist das, dass ich in den allermeisten Tagen und Wochen meines Dienstes als Pastor, dass ich das eigentlich sehr liebe. Ich bin gerne mit Menschen im Gespräch. Bin gerne in dem, dass ich versuche, das zu teilen, was die Menschen gerade an Päckchen in ihrem Leben tragen. Überall da, wo es schmerzt. Überall da, wo Schwierigkeiten in der Ehe sind. Überall da, wo Menschen ihre Hoffnung verloren haben. Überall dort, wo sie irritiert sind und nicht mehr weiter wissen. Und wenn man ein wenig, ein paar Wochen, ein paar Monate in diesem Dienst verbracht hat, dann hat man das Gefühl, man versinkt nur in Problemen. Und dann steht der Pastor am Freitagabend oder am Sonntagvormittag vor der Kirche und sagt, ich weiß, wir haben alle Probleme und Schwierigkeiten, aber juhu, lass uns jetzt noch königliche Priesterschaft leben. Ach klar, Pastor, natürlich. Das ist ja das, worauf wir gewartet haben. Natürlich, zu all den Schwierigkeiten, zu all den unbezahlten Rechnungen und zu den Schmerzen und Problemen und zu zerbrochenen Beziehungen und zu den Träumen, die nichts geworden sind. Du sprichst noch von irgendeiner königlichen Priesterschaft. Was soll das? Und darum war bei dem letzten Gottesdienst mein großer Versuch zu starten und zu erzählen, es gibt etwas, was Christus selber vorgedacht hat. Und wenn du denkst, dass für dich diese Berufung, ein königlicher Priester zu sein, also ein König, ein Mensch, der diesen Einfluss ausübt an dem Ort und der Stelle, wo er lebt, und ein Priester, der vor Gott in der Fürbitte eintritt, wenn du denkst, dass das für dich eine schwierige Berufung ist und dass dein Alltag jetzt gerade danach gar nicht aussieht, dann möchte ich dich fragen, wie sollen denn die Menschen das damals verstanden haben? Jesus Christus, du sprichst von irgendeiner königlichen Priesterschaft, aber siehst du nicht diese Römer? Siehst du nicht die Römer, die unsere Familien auseinanderreißen? Siehst du nicht diese Römer, die unsere Väter in die Gefängnisse werfen? Siehst du nicht diese Römer, die uns das allerletzte Hemd vom Leibe runterreißen? Und du sprichst von uns, dass wir irgendeinen Einfluss hier auf dieser Erde leben sollen? Und es kann sein, dass für dich diese Nachricht von dem, dass Gott für dich eine Berufung vorgedacht hat, dass es für dich eher etwas ist, was dich stresst. Oh Daniel, mach doch nicht einen Druck. Ich bin schon froh, wenn ich einen Gottesdienst irgendwie einigermaßen besuchen kann. Ich bin froh darüber, dass ich irgendwo vielleicht auf der Couch sitzend vielleicht ein paar nette Gedanken in mein Leben aufnehme, was mich inspiriert und dann über die Woche bringt. Und ich wäre heilfroh, dass ich eines Tages vielleicht Hals über Kopf irgendwie in den Himmel hineinkomme, Hauptsache gerettet. Und ich möchte sagen, ich habe volles Verständnis dafür. Ich habe volles Verständnis. Volles Verständnis, wenn dein Alltag dich so sehr einnimmt, dass du manchmal gar keine Möglichkeiten hast, daran zu denken. Ich habe volles Verständnis dafür, wenn du irgendwo Schmerzen empfindest, wenn du krank bist, habe volles Verständnis dafür. Aber ich möchte dir sagen, für uns gibt es gerade dort einen Ausweg. Gerade dort einen Ausweg. Gerade dort gibt es einen Ausweg, wenn wir bekennen, wenn wir verstehen, wenn wir das für uns begreifen, dass Gott keine Fehler gemacht hat. Und Gott wartet nicht auf die besonders guten Umstände in deinem Leben, sondern er wartet nur darauf, dass du dich selber dazu entscheidest und sagst, Gott, weil das die Wahrheit ist, möchte ich in der Tat diese Berufung leben. Und dann schaue ich mal, was passiert. Kolosser 1, 12 bis 13. Da sagt Paulus, ich bin dankbar dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht, welcher uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Freunde, ich bin überzeugt, wenn du durch diese Predigtreihe durchgekommen bist, mit dem, dass du die Predigten gehört hast, du wirst die Bibel ein wenig mehr und ein wenig anders lesen. Plötzlich wird es dir auffallen, wie oft das Evangelium, wie oft die Briefe im Neuen Testament von diesem Königreich sprechen. Und der Paulus ist hier so unzweideutig. Er sagt, du kannst nicht in zwei Königreichen zugleich ein Teilnehmer und Teilhaber sein. Geht gar nicht. Entweder bist du in einem Reich, was dem Feind Gottes gehört, im Reich der Finsternis, im Reich der Dunkelheit, im Reich des Todes, im Reich von dem, was dein Leben zerstört, oder aber bist du im Reich von Christus. Dann bist du mit ihm verbunden, dann bist du hineingestellt worden in da, wo er regiert, in da, wo er etwas tun möchte. Und garantiert ist es so, dass Gott für diese Berufung etwas Kostbares vorgedacht hat. Die Frage nur, was ist das? Und an dieser Stelle lasst uns einsteigen in 1. Korinther 13.
in diese bekannteste Verse, die so oft auf den Hochzeiten gelesen werden. 1. Korinther 13, hier lesen wir, was Paulus sagt. Wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Und wenn ich weissagen könnte und alle Geheimnisse wüsste und jede Erkenntnis besäße, und wenn ich alle Glaubenskraft hätte und Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwendete, ja, wenn ich mich selbst aufopferte, um verbrannt zu werden, aber keine Liebe hätte, nütze es mir nichts. Wir überspringen ein paar Verse. Die Liebe wird niemals aufhören, sagt Paulus. Die prophetische Eingebungen werden aufhören, Sprachenrede wird verstummen, die Gabe der Erkenntnis wird es nicht mehr geben, denn wir erkennen und weissagen nur unvollständig. Wenn dann aber das Vollständige kommt, wird alles Unvollständige beseitigt werden. Als ich ein Kind war, ich redete wie ein Kind, dachte und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich das Kindliche ab. Jetzt sehen wir, wie in einem blank polierten Stück Metall, nur rätselhafte Umrisse. Dann aber werden wir alles direkt zu Gesicht bekommen. Jetzt erkenne ich nur Teile des Ganzen, dann werde ich aber alles erkennen, wie ich auch völlig erkannt worden bin. Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei werden bestehen bleiben, aber die größte unter ihnen ist die Liebe. Für einen, der von der Botschaft des Pfingsten absolut überzeugt ist, ist es eine sehr schwierige Textstelle. Ich bin so dankbar dafür, dass Christus uns die Kraft des Heiligen Geistes gegeben hat. Wie oft predigte ich an dieser Stelle schon darüber, dass Gott der Gemeinde die Kraft gegeben hat, um in dieser Welt das Evangelium zu predigen. Und das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Wie oft erlebte ich das durch das prophetische Wort, buchstäblich ganze Bollwerke der Finsternis im Leben eines Menschen offenbart, bloßgestellt werden und dann in der Tat auch gerissen werden von dem, dass Christus das niederreißt. Wie oft war ich ein Augenzeuge davon, dass durch das prophetische Reden das Leben eines Menschen sich komplett verändert. Wie oft hatte ich Zeugnisse hier bei uns in der Gemeinde gehört von Menschen, die gesagt haben, durch das, dass für mich jemand gebetet hat, bin ich heil geworden. Gott hat mich wiederhergestellt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich bin dankbar für all das, wo das Wirken des Heiligen Geistes so präsent und so spürbar ist. Aber dieser Paulus, der legt noch eins drüber. Er sagt, Daniel, du als Pfingstler, du musst es begreifen, eines Tages wird das alles aufhören. Alles eines Tages wird es nicht mehr geben. Die Kraft des Heiligen Geistes, das Wirken des Heiligen Geistes, die Gaben, das Prophetische und all das, was nur dem Wirken des Heiligen Geistes zuzuschreiben ist, eines Tages ist es nicht mehr da. Und die Frage ist, was bleibt denn dann von meinem Leben noch? Und Paulus gibt eine klare Antwort. Er sagt, das, was von deinem Leben bleiben würde, wenn es in deinem Leben denn jetzt vorhanden ist, das ist die Liebe, das ist der Glaube und das ist die Hoffnung. Und Paulus spricht von diesen drei Eigenschaften, von drei Einstellungen im Herzen eines Menschen. Und er sagt, diese drei, die werden alles andere überdauern. Die Zeit würde mir nicht reichen, um mit euch das Bibelstudium tiefer hineinzugehen, aber ich möchte an dieser Stelle das ein wenig abkürzen. Das gesamte Neue Testament spricht von dem, dass die Menschen, die zu Christus zugehörig sind, die zu ihm gekommen sind, dass in ihnen eine neue Tugend wächst. Kennst du das Wort Tugend? Das kommt von dem alten deutschen Wort, von der Tüchtigkeit, also von dem, wenn eine Sache etwas taugt, dann ist es tüchtig für irgendeine bestimmte Aufgabe. Und Paulus, der geht diesen Weg und sagt, das ist das, was für das Reich Gottes notwendig ist. Also wenn es in der Tat die Tatsache ist, dass Christus sein Königreich gegründet hat, dann geht es darum, dass Menschen, die daran glauben, die Menschen, die das erkannt haben, dass in ihnen etwas Neues gewachsen ist. Und zwar nennt er diese dreifache Tugend. Das ist die Liebe. Und du könntest an dieser Stelle sagen, Mensch, Liebe, Liebe, die ganze Welt spricht von Liebe und wir hören so viel im Radio von Liebe. Was ist denn das, die Liebe? Wir kommen gleich dazu. Das ist der Glaube, der dir anvertraut ist und die Hoffnung, die bei uns in unserem Sprachgebrauch sehr oft als etwas abgetan wird. Naja, das ist eben die Hoffnung, so ich hoffe auf das gute Wetter und dann mal schauen, was damit passiert. Der Paulus, der ist an dieser Stelle etwas ganz anders. Und der Paulus, der sagt, ihr wisst ja, Christus hat sein Königreich hier gegründet. Das, was er hier beschlossen hat, das, was er ins Leben gerufen hat, das ist absolut neu. Und die Frage ist, wirst du diesem Königreich ebenbürtig sein? Ist es möglich, dass an deinem Leben das sichtbar wird, was durch das Königreich Gottes kommt? Und eine der besonderen Offenbarungen, die Beschreibungen für das Königreich Gottes, was Christus begonnen hat, ist dieses. Es ist jetzt schon da, aber es kommt noch viel, viel mehr.
Es ist jetzt schon am Wirken, aber es wird immer, immer größer. Es kann sein, dass du das schon selber in deinem Leben mal erfahren hast. Stell dir mal vor, du stehst eines Nachts sehr, sehr, sehr früh auf, lange vor dem Sonnenaufgang. Und dann begibst du dich aus dem Hause und gehst an den Strand und dann wartest du dort am Strand auf den Sonnenaufgang. Die Sonne, die ist noch nicht da. Weil du aber weißt, der Sonnenaufgang, der kommt jetzt gleich, ist mit jeder weiteren Minute, die du dort auf dem Strand verbracht hast, ein neuer Sieg errungen. Die Nacht, die ist längst vorbei. Die Sterne, die sieht man zwar noch, die sind zwar noch ein wenig zu sehen, aber je näher der Tag kommt, je baldiger der Sonnenaufgang zu spüren sein wird, desto offensichtlicher wird es, dass du im Recht warst, als du darauf gewartet hast. Die Frage ist, bist du in dieser Position als ein gläubiger Mensch, dass du sagst, Christus, du hast etwas gestartet, du hast etwas begonnen, Jesus Christus, und ich möchte nicht länger untätig sein, sondern vielmehr an meinem Leben soll es sichtbar sein, dass es in der Tat die Wahrheit ist, dein Königreich ist hier. Ein anderes Beispiel. Vor ein paar Jahren bin ich zu einer großen Konferenz nach Südkorea geflogen und nach Südkorea fliegt man wirklich sehr lange. Einige Stunden saß ich im Flugzeug und sobald ich dort angekommen bin, merkte ich, dass das, was ich Tag nenne, ist bei ihnen Nacht. Und das, was sie dort Nacht nennen, ist bei mir eigentlich Tag. Dadurch, dass der Zeitunterschied so groß ist, hatte ich natürlich eine völlige Verwechslung von dem, wie die Tagesabschnitte und Tagesaktivitäten sein sollen. Und dann war das so, dass zwischen dem Zeitpunkt, wo mein Flieger gelandet ist und dem Startpunkt von einer großen Pastorenkonferenz nur wenige Stunden vergingen. Es bedeutet, dass ich in ihrer Nacht gelandet bin und ich war absolut müde von dieser langen Reise. Und der deutschen Uhrzeit war das eigentlich so, dass das Tag war. Und ich versuchte irgendwie aktiv zu sein, aber das geht ja nicht, das ist gerade Nacht, ich muss mich eigentlich schlafen legen. Und ich habe mich versucht schlafen zu legen, funktioniert aber alles gar nicht, weil mein ganzer Körper darauf nicht eingestellt ist. Und dann kommt es ja zu dem Gottesdienst, der Wecker klingelt, ich gehe raus und ich möchte diesen Leuten eigentlich allen sagen, Leute, ihr habt das nicht verstanden, es ist Nacht, was macht ihr da? Geht alle schlafen. Ich habe das nicht, mein ganzer Körper, mein Inneres, meine Gefühlswelt, meine Müdigkeit, all das beweist mir eine Tatsache. Es ist Nacht und alle müssen jetzt schlafen. Aber diese Menschen, die sind fröhlich dort. Nein, es ist Tag, bei uns tickt die Uhr anders. Und dann hilft es nicht, dann hilft nichts anderes als dieses, dass man sich auf den Tag einstellt. Es ist wirklich der Tag. Der Paulus sagt, dieses Königreich ist gekommen. Und wenn du möchtest, dass es an deinem Leben sichtbar wird, dann braucht es in dir diese dreifache Tugend. Du brauchst eine innere Einstellung dazu. In dir muss es geboren werden. Das ist die Liebe, der Glaube und die Hoffnung. Und lass uns das ein wenig mehr anschauen und ich hoffe, dass das für dich an dieser Stelle etwas mehr sagen wird. Der Glaube. Manche Menschen denken ja, die Geschichte mit dem Glauben ist ja das, dass das ungefähr so wie ist, wie ich das vorhin schon mit der Hoffnung erwähnt habe. Also man glaubt ja einiges bei uns in der Welt. Ich glaube dieses, du glaubst jenes. Aber was bedeutet denn der Glaube wirklich? Der Glaube hat eine erstaunliche Eigenschaft, dass es dich in eine Position vor Gott bringt, wo all das, was Gott über dein Leben gesagt hat, dass es für dein Leben eine Gültigkeit hat. An dem Tag, als Gott den Abraham angesprochen und sagte, hatte und sagte, Abraham, ich habe für dich eine neue Berufung. Durch dich soll ein Volk entstehen. Ich werde diesem Volk ein Land geben und ihr werdet eine Zukunft haben. Der Abraham, sein Leben verwandelte sich nicht sofort, als er begonnen hatte zu glauben. Aber dieser Glaube, sobald er ihn in sich entwickelte, sobald er sagte, Gott, du bist im Recht, ich glaube dir, dann hat es für sein Leben eine ganz andere Grundlage gegeben. Der Glaube bedeutet, du gibst Gott Recht. Der Glaube für dich bedeutet, dass du zu Gott sagst, Gott, das, was du über mich selber sagst, ist die Wahrheit. Gott, das, was du über dich selber sagst, ist auch die Wahrheit. Ich glaube daran, dass du mich so sehr geliebt hast, dass du deinen Sohn gegeben hast. Gott, ich glaube daran, dass deine Verheißungen für mich gültig sind. Gott, ich glaube daran, dass du mit meinem Leben etwas anfangen möchtest. Gott, ich glaube daran, dass du meine Begabungen, meine Talente gebrauchen möchtest in deinem Königreich. Und der Glaube, der verbindet dich mit dem, was Gott gesagt hat.
wenn du jemals einen Vertrag unterschrieben hast, dann wirst du bei jedem Vertrag gesehen haben, es gibt ein paar wichtige Punkte und irgendwo gibt es das Kleingedruckte. Und mit einer Unterschrift sagst du, ich bin mit diesem Vertrag einverstanden, mit meinen Rechten und Pflichten. Ich weiß, was mir zusteht und ich weiß, was von mir erwartet wird. Hier ist meine Unterschrift. Ich glaube dem, was ich da gerade unterschrieben habe. Und Gott sagt, genau solche Menschen suche ich. Ich suche Menschen, die in sich, dass wir eine Tugend tragen, und zwar eine, die ihr Leben verändert. Es ist eine neue Eigenschaft, eine Charakterstärke, etwas, was dich in der Tat in diese Position hineinsetzt, sodass du begreifst, all das, was Gott gesagt hat, für jede Schwierigkeit deines Alltags, für all das, was für dein Leben noch von einer Wichtigkeit ist, Gott gab dir den Glauben, dass du in ihm Glauben sagen kannst, ja und Amen. Gott, du hast Recht damit. Ich möchte... Natalia, kannst du mir kurz helfen? Kannst du bitte hierher kommen? Genau, komm mal bitte hierher. Und wir gehen mal zu dem Klavier, du spielst so schön. Bitte schön. Hier sind die Noten ja gerade noch auf, die mache ich mal kurz aus. Wo geht das hier aus? Bitte schön, mach das mal, damit du das nicht siehst. Wie war das letzte Lied, was du gespielt hast? Was war das? Eine Frage an uns alle. Was war das letzte Lied? Herr, du bist gut. Zeig mal, wie spielst du das? Ja, bitte, zeig mal. Freunde, wenn ich jetzt versuchen würde, es sieht ja so einfach aus, ne? Es sind ja nur, was sind das, 88 Tasten? Wenn ich das versuchen würde zu spielen, das geht, aber das geht nach ein paar Jahren. Natalia, spiel bitte nochmal. Ja, genau das Gleiche. Das sieht so einfach aus. Ein paar Finger hoch, ein paar Finger runter und dann kommt er schon zu diesem wunderbaren Klang. Und sie macht es so leicht. Warum machst du das so leicht? Das ist doch super schwer. Übung. Sie sagt Übung. Irgendwann hat sie so lange geübt, dass das, was sie da mit ihren Fingern spielt, dass das von alleine von ihr fließt. Sie muss nicht mehr nachdenken. Es ist ungefähr so, wie bei dir ist. Vielen Dank, du kannst dich wieder hinsetzen. Es ist genauso wie bei dir, wenn du Fahrrad fährst. Man sagt, einmal im Leben Fahrrad gelernt, für das ganze Leben Fahrrad gelernt. Oder weißt du das noch, als dieser Augenblick gekommen ist, als du dich zum allerersten Mal in das Auto hineingesetzt hast, und zwar nicht an die Beifahrerseite, sondern hinter das Lenkrad. Oh, ich werde das nicht vergessen, ich hatte zwei Fahrlehrer, der eine, den mochte ich, der war sehr, sehr gütig zu mir und sehr geduldig, und der andere, der war das Gegenteil davon. Er hat mir Wörter zugeschmissen und gesagt, die ich bis dahin in meinem Leben nie gehört habe, weil ich nie sowas fabriziert habe, was ich dort bei den ersten Fahrstunden fabriziert habe. Und dann erklärte er mir, also pass mal auf, bei dem Berganfahren ist es so, dass du zuerst die Handbremse hochziehst, dann ist es so, dass du gleichzeitig ein bisschen Gas gibst, von der Kupplung ein wenig weggehst und dann musst du noch mit der Hand die Bremse runter, also nicht runter, sondern quasi loslösen und ausschalten, die Handbremse. Freunde, ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich ausgegeben habe, um das zu lernen, auf dem Berg anzufahren. Aber weißt du, jetzt, ein paar Jahrzehnte später, ich liebe es, auf dem Berg anzufahren. Ich liebe das, mir macht Spaß. Und in dem Augenblick muss ich nicht einmal daran denken, was mir der Fahrlehrer damals beigebracht hat. Das ist Intus, das ist drin. Es muss mir keiner erklären. Keiner muss mir sagen, wie es geht. Wenn ich irgendwo auf der Autobahn beschleunige, genauso wie du, wenn du hinterm Steuer sitzt, dann denkst du ja nicht darüber nach, dass, oh nein, jetzt bin ich irgendwie schon bei 80, bald über 80, ich muss jetzt quasi irgendwie in den fünften Gang schalten. Auch dann, wenn du ein wenig nur den Motor hörst, spürst du schon. Du siehst es an der Geschwindigkeit, du siehst es an dem, wie schnell dein Fahrzeug ist. Es braucht jetzt einfach den nächsten Gang. Das ist innerlich absolut drin. Das ist deine Tugend. Das ist das, was du nicht mehr kennen musst. Das ist in dir. Und der Apostel Paulus, der sagt, das neue Königreich, das da kommt, das funktioniert in diesen drei Tugenden. Du wirst das Königreich Gottes hier auf der Erde leben. In dir wird es einen Widerklang haben, einen Widerschall. In dir wird es reflektiert werden, wenn in dir der Glaube ist. Es bedeutet, der gläubige Mensch, er trifft eine Entscheidung. Gott, weil ich glaube, dass du in der Tat das Königreich hier gegründet hast, ist für mich eine einzige Tatsache. Deswegen hat es für mein Leben eine Wirksamkeit und deswegen definiert der Glaube mein ganzes Leben.
Es bedeutet, dass in allen Lebensbereichen, überall dort, wo ich Fragen habe, sei es in Fragen der Ethik, wie lebe ich, sei es in Fragen von meinen Prioritäten, sei es in dem, wie ich mit Menschen umgehe, überall dort spielt der Glaube eine entscheidende Rolle. Und das Reich Gottes wird größer in meinem Leben, wenn ich diesem Gott glaube, wenn ich ihm wirklich vertraue und sage, das, was du gesagt hast, ist wirklich die Wahrheit. Und dieser Gott, der geht noch ein wenig weiter und sagt, ich möchte deinen Glauben gebrauchen, dass durch dich Zeichen und Wunder hier auf der Erde geschehen. Ich wurde so oft in der Gemeinde gefragt, Daniel, glaubst du wirklich daran, dass wir für kranke Menschen beten sollen? Und ich sage dir, ja, ich glaube wirklich daran, dass wir für kranke Menschen beten sollen. Wir könnten das Gebet für die Kranken an dem festmachen, dass Gott ja ein mitleidiger Gott ist, dass er wirklich Barmherzigkeit empfindet für eine kranke Person. Das wäre auch zum Teil richtig. Also richtig auf jeden Fall, aber als eine Teilantwort auf das Ganze meinte ich. Wir könnten das an dem festmachen, dass wir sagen, naja, wir sehen ja Jesus Christus, wie er für kranken Menschen gebetet hat. Das wäre auch zum Teil eine richtige Antwort, als eine anteilige Antwort. Aber ich könnte es an dem festmachen, dass ich sage, weil Christus auf die Erde gekommen ist, weil er sein Königreich hier gegründet hat, deswegen werden kranke Menschen geheilt. Jede geheilte Person ist ein neues Zeichen dafür, dass das Reich Gottes in der Tat angebrochen ist. Jede einzelne Person, die in die Berührung gekommen ist mit dem, dass die himmlischen Kräfte das Leben eines Menschen berühren, ist mal wieder ein Beweis dafür, dass Gott wirklich sein Recht hier auf der Erde behauptet hat, dass er wieder der König geworden ist. Denn und seine Königreich und seine Herrschaft wird sichtbar in dem, dass gläubige Menschen sagen, Gott, ich glaube dir, darum lebe ich diesen Glauben hier auf der Erde. Überall dort, wo gläubige Menschen Gott wirklich glauben, in ihnen entsteht eine Antwort. Und diese Antwort ist keine geringere als die Antwort des Gebets. Freunde, es gibt eine Ursache dafür, warum die heutigen Gemeinden in ihrer Gebetslosigkeit versinken. Es gibt eine Ursache dafür. Es gibt einen Grund dafür, warum wir so wenig beten. Es gibt einen Grund dafür. Das Ganze, was Christus mit seinem Königreich gesagt hat, das ist für uns ohne Relevanz. Das ist ohne Wichtigkeit. Aber überall dort, wo gläubige Menschen sagen, weil du Gott der König bist, weil du mich zu dem bestimmt hast, dass ich ein königlicher Priester hier auf der Erde sein soll, deswegen beuge ich meine Knie und ich beginne für diese Stadt zu beten. Gott, du hast mir diese Stadt anvertraut, du hast mich in diese Stadt hineingesetzt. Gott, du möchtest, dass dein Königreich immer größer und immer stärker und immer präsenter wird hier in Rostock. Darum beuge ich meine Knie und ich stehe als ein Priester vor dieser Stadt und ich bete, Gott, lass es sichtbar sein, dass es dich hier gibt. Freunde, darum sucht Gott diese Menschen, die ihm vertrauen. Bei ihnen ist der Glaube nicht eine Frage des Gemüts. Bei ihnen ist die Frage nicht eine Frage der aktuellen Situation. Passt es oder passt es nicht? Bei ihnen ist es eine Tugend. Gott, du sagtest, dass das so ist. Und darum antworte ich mit meinem Glauben darauf. Und ich beginne zu beten. Das Zweite, was Paulus hier betont. Er sagte, das ist die Hoffnung. Die Hoffnung, die wir so sehr brauchen für unser Leben. Und wenn du das Wort Hoffnung gegen den Glauben jetzt gerade ein wenig gegenüberstellst, wirst du wahrscheinlich sehr schnell in diese Falle hineintappen. Wir denken sehr oft, naja, der Glaube ist etwas Robustes, also etwas Klares. Bei dem Glauben weiß man, worum es geht. Bei der Hoffnung ist es nicht irgendwas Diffuses, es ist nicht so halbwertiger Glaube. Wir sagen ja sehr oft, wie ich das vorhin schon betonte, naja, ich hoffe, dass am Wochenende ein schönes Wetter geben wird. Das ist nur meine Hoffnung. Und dann kommt das Wochenende und dann sehen wir, hat sich die Hoffnung bewahrheitet oder nicht. Die gesamte Bibel spricht von der Hoffnung ganz anders. In der gesamten Bibel, sei es im Alten oder im Neuen Testament, ist die Hoffnung eine aktive, eine zutiefst aktive Tätigkeit. Und zwar eine Tätigkeit, wenn du siehst, dass etwas gegeben ist, etwas, was am Geschehen ist, deswegen setzt du dein Leben in die Bewegung und deswegen beginnst du etwas zu tun, etwas anders zu machen. Hoffnung ist eine Aktion. Hoffnung ist etwas, was du jetzt schon im Voraus lebst, was dir verheißen ist, was dir gegeben ist. Wenn du zu einer Mama schaust, die vor kurzem ein Kind zur Welt gebracht hat, dann ist das Herz dieser Mutter buchstäblich von dieser Hoffnung erfüllt. Worauf hofft die Mama? Die Mama hofft auf ein schönes, gesundes Leben für ihr Baby. Und darum lebt Mama das mit den allerersten
Momenten, wo sie das begriffen hat, dass sie bald ein neues Leben zur Welt bringen wird. Sie lebt in dieser Hoffnung und ihr ganzes Leben verwandelt sich. Sie passt mehr auf sich auf, mit dem, wie sie ist, mit dem, wie sie sich bewegt, mit dem, was alles notwendig ist für die gesunde Entwicklung eines Babys. Und sobald das Kind da ist, lebt die Mama von dem, dass ihr Innerstes sich komplett verwandelt hat. Ihre ganze Ausrichtung ist dafür, dass das die Hoffnung für dieses Kind, dass das real wird. Und sie pflegt das Kind, sie kümmert sich um das Kind, sie gibt das Essen für das Kind, sie beschützt das Kind. Sie tut buchstäblich alles nur aus diesem einen Umstand, die Hoffnung. Kann sie das garantieren, dass das Kind ein starkes und gesundes, fröhliches Kind sein wird? Nein, kann sie nicht. Aber weil sie das vor Augen hat, deswegen ist bei ihr ihr ganzes Leben, ihr ganzer Alltag absolut verändert und verwandelt. Und Gott sagt, genau so soll es auch bei euch sein. Wenn ihr die Hoffnung habt, dass hier in dieser Stadt etwas Neues entstehen kann, dann bringt das mit eurem Leben dahin, dass eure Prioritäten im Alltag anders werden. Freunde, die Gemeinde Jesu ohne Hoffnung wird man immer daran sehen, dass sie buchstäblich das auslebt, was ein schlechter König ist und ein schlechter Priester. Einem schlechten König, ihm geht es immer nur um sich selbst. Es geht um seine Prioritäten, es geht um das, was ihm wichtig ist. Ihm ist es niemals wichtig, wie es den Menschen geht, die seine Untertanen sind. Einem Priester, der von seiner Natur ein schlechter Priester ist, ihn kümmert weder das Volk noch die Heiligkeit Gottes, nichts. Hauptsache beharre ich hier auf meine Position. Aber überall dort, wo die Gemeinden Jesu das begreifen, Gott, du hast uns Hoffnung gegeben für diese Stadt. Und wenn wir zu diesem Stadtteil hineinschauen, wo du uns hingestellt hast, dann machen wir für einen kurzen Augenblick unsere Augen zu und wir hoffen darauf, dass dein Königreich hier von Tag zu Tag mehr wird. Darum sieht man das bei uns in unseren Prioritäten. Wir schauen, dass wir nicht die gesamte Zeit unseres Alltages nur für uns verbrauchen, als egoistische königliche Priesterschaft. Nein, wir investieren einen Teil zu dem Dienst, zu dem, dass das Königreich Gottes hier sichtbarer wird. Gott, weil das die Wahrheit ist, deswegen lebe ich in dieser Hoffnung und ich beginne zu beten. Gott, weil das die Wahrheit ist, tue ich dafür alles, damit die Gemeinde Jesu eine starke, eine so ausstrahlende Gemeinde Jesu ist, nicht irgendeine kümmerliche, nicht eine, die irgendwo in dem allerletzten Hinterhof ist und gerade mal so ums Überleben kämpfen kann, sondern vielmehr eine Gemeinde, die mit aus so vielen Begabungen besteht, aus diesen Hoffnungen, aus diesem Glauben, was in Herzen gelebt wird. Das wird eine Gemeinde sein, die wirklich einen Unterschied in dieser Welt macht. Und das Dritte, was Paulus hier betont, er sagt, eine dritte Sache wird niemals vergehen. Die beginnt hier, das wird jetzt schon in den Herzen gelebt und das sieht das Königreich Jesu hier auf der Erde mehr als alles andere. Paulus betont eben die Liebe. Sie ist größer als der Glaube, sie ist größer als die Hoffnung und sie überdauert alles. Die Liebe ist in der Tat diese stärkste Kraft im Universum. Keine andere Kraft hier auf dieser Welt kann das Leben eines Menschen mehr beeindrucken, mehr verändern als die Kraft der Liebe. Überall dort, wo das Christentum die größten Erfolge gezeigt hat, überall dort, wo die Gemeinde Jesu und die Botschaft des Evangeliums am hellsten die Kraft ausgestrahlt hat, waren die Augenblicke, wo die Christen sich entschieden haben, das zu lieben, was Gott liebt. Wenn Gott sich nun mal eines Tages dazu entschieden hat, die Welt zu lieben und alles dafür zu tun, um die Menschen zu retten, entscheidet sich die Gemeinde Jesu und zu sagen, wir lieben diese Menschen. Und es ist am Anfang in der Tat etwas Komisches. Wie mit dem Glauben, wie mit der Hoffnung, so auch mit der Liebe. Wir tun uns schwer damit. Wir tun uns schwer damit, das zu lieben, was uns eigentlich entgegensteht. Wir tun uns schwer damit, etwas zu lieben, was unseren Glauben eigentlich eher verhöhnt und für etwas Verrücktes erklärt. Aber überall dort, wo die Gemeinde Jesu das zu ihrer Eigenschaft überwachsen lässt, genauso wie das bei dir am Anfang war, es war komisch, die Gänge im Auto zu schalten, aber irgendwann ist es drin. Überall dort, wo die Gemeinde Jesu sagt, wir lieben das trotzdem. Wir verkündigen das Evangelium. Wir haben die Menschen vor Augen, die Gott geliebt hat. Und wir haben Hoffnung für diese Menschen. Wir glauben daran, dass Gott in ihrem Leben einen gewaltigen Unterschied geben möchte und veranstalten möchte. Darum soll unser Leben von diesen Tugenden, von dem, was Gott bestimmt hat, darum soll unser Leben davon wirklich getragen werden. Und jetzt schließe ich ab. Es war ja so vieles heute. Ich schließe mit dem ab, wie ich in den letzten Sonntagen, ihr Lobpreis, den würdet ihr bitte gerade kommen. Wie das in den letzten Sonntagen schon so häufig zu hören war. Lass uns gemeinsam aufstehen.
Ganz am Anfang las ich diesen Bibelvers, diesen Abschnitt von diesem Menschen, der nachts nicht mehr schlafen konnte, weil er diese eine Perle gesehen hat. Und das ließ ihn nicht mehr locker. Für ihn war das klar. All das, was er bis dahin kennengelernt hat, all das, was er bis dahin kaufen konnte, all das, was er bis dahin in seinen Besitz gebracht hat, hat so wenig Wert gegenüber dem, was er dort bei einem anderen Verkäufer gesehen hat. Und er sagt, weil das mir am wertvollsten ist, deswegen gebe ich alles andere auf. Und alles, was ich aufgeben kann, das gebe ich dann auch auf, damit ich nur diese eine Perle kaufen kann. Christus spricht von einem Menschen, der sagt, ich sehe, dass in diesem Feld, auf diesem Acker, ein Schatz begraben ist. Und ohne diesen Schatz kann ich nicht mehr leben. Ich gehe hin, verkaufe alles und kaufe jenes Feld, damit ich im Besitz bin von diesem kostbaren Schatz. Und Christus sagt, so ist es mit dem Königreich Gottes. So ist es. Es gibt keinen anderen Weg. Keinen anderen. Aber überall dort, wo gläubige Menschen ihre Knie beugen und sagen, weil du die Wahrheit gesagt hast, Christus, weil das die Wahrheit ist, bete ich darum, lass dein Königreich kommen in mein Leben. Freunde, und hier stehe ich vor euch und ich möchte euch sagen, die Ehepaare unter uns, die mit ihrem Leben als Ehepaar gerade sich so schwer tun, es geschieht nicht deswegen, weil sie ihren Glauben als Christen so entschieden gelebt haben, sondern sehr oft deswegen, weil sie das kostbarste Ziel aus den Augen verloren haben. Wir, wenn wir so sehr belastet sind von dem, dass wir irritiert sind, dass wir keinen Durchblick haben, dass wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Wir, wenn unser Herz mit Kritik und mit Argwohn gefüllt ist, dann ist das nur ein Zeichen dafür, du hast das Wichtigste aus den Augen verloren. Und Christus möchte deinen Blick wieder gewinnen, sodass du für dich selber sagst, Christus, koste es, was es kosten mag, aber ich gehöre zu dir, zu deinem Königreich, und dieses Königreich soll sichtbar werden in meinem Leben. Und darum braucht es dich, deine Entscheidung, darum braucht es diese innere Bekehrung in deinem Herzen. Christus, ich brauche dich. Das, was du bestimmt hast, das, was du gewollt hast, soll mein Leben verändern. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Jesus Christus, wir verbeugen uns vor dir. Wir verbeugen uns vor dir. Du bist Christus, der Sohn Gottes, der auf die Erde kam. Und hinter deinen Worten steht die Wahrheit. Steht die Kraft. Hinter deinen Worten ist so viel Liebe und so viel Barmherzigkeit für uns. Und weil wir dir glauben, möchten wir uns dazu bekennen. Du bist in der Tat der König, der bald wiederkehrt. Und das Königreich, was du hier auf der Erde gegründet hast, das ist stärker und mächtiger als alle anderen Königreiche auf dieser Welt. Christus, weil du uns dazu bestimmt hast, dass wir deine königlichen Priester sind, möchten wir mit dem antworten, was du in unserem Herzen sehen möchtest. Mit dem, dass wir die Menschen lieben, die du liebst. Mit dem, dass wir dir glauben, jedem einzelnen Wort. Mit dem, dass wir voller Hoffnung sind und in dieser Hoffnung aktiv sind. Und wir kehren um an all den Stellen, wo wir das aus den Augen verloren haben. Wo Egoismus unser Herz erreicht hat. Wir bitten darum, dass unser Blick für dein kommendes Königreich so groß ist, dass unser ganzes Leben mit Gebet und mit der Fürbitte gefüllt ist. Und als deine königliche Priesterschaft erheben wir unsere Stimme für unsere wunderschöne Stadt Rostock. Wir bitten, Jesus Christus, lass dein Königreich kommen in diese Stadt. Wir bitten darum, dass es sichtbar wird, dass es dich gibt, den lebenden König, der das Leben der Menschen wiederherstellt, der die Lebenswunden heilt, der die zerbrochenen Ehen wiederherstellt, der jedem einzelnen Menschen hier auf der Erde eine Hoffnung und Perspektive schenkt. Wir träumen davon, dass unser Stadtteil ein verändertes Stadtteil ist. Wir träumen davon, dass Kinder, die Allerjüngsten, die Allerschwächsten, dass sie eine Hoffnung für sich bekommen dadurch, dass da Menschen da sind, die ihnen nachgehen, ihnen das erklären und das auch vorleben, dass es einen liebenden Gott gibt. Wir bitten darum, Jesus Christus, dass dein Königreich mehr und mehr in unsere Stadt hineinkommt,
in unser schönes Land, in unser Bundesland. Gott, wir bitten darum, hab Gnade mit uns, hab Gnade mit deinem Volk und lass uns das neu erkennen, wie groß die Berufung ist, die du uns gegeben hast. Und bringe uns heraus, Jesus Christus, aus jeder Oberflächlichkeit, aus jedem Egoismus. Christus, wir tun Buße vor dir. Für unser gebetsloses Leben. Für unsere Untätigkeit. Für das, dass das, was uns wichtig ist, buchstäblich an die allererste Stelle gekommen ist. Nein, Christus, wir beugen uns unter dein Wort. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere wird dir hinzugefügt werden. Freunde, lasst uns gemeinsam beten, das Gebet, was Christus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam mit einem Lied zu Gott kommen. Vielen Dank, ihr liebes Lobesteam. Dankeschön. Wir wissen nicht alles, was ihr da tut, aber das hört sich extrem gut an und sieht auch extrem gut aus. Danke. Ihr Lieben, wir kamen zum Schluss von diesem Gottesdienst. Ich wünsche uns allen einen wunderschönen, gesegneten Abend, einen guten Start in das Wochenende, natürlich auch einen schönen Sonntag an alle unsere Zuschauer. Und wie ich das am Anfang schon erwähnt habe, am Sonntag, wenn du denn mögest, wenn du denn möchtest, treffen wir uns um 10.30 Uhr im Igerpark im Weidendom. Dort feiern wir gemeinsam einen Gottesdienst mit der gesamten Familie, mit allen Menschen, die mit Familie und ohne Familie dazukommen, mit allen, die den Gottesdienst feiern möchten. Es gibt ein extra gutes Programm für die Kinder, zusammen mit der Kinderkirche, mit Rangers wurde was überlegt, was auf die Beine gestellt, extrem gut. Du kannst natürlich deine Picknickdecke mitnehmen und deinen Picknickkorb, sodass du nach dem Gottesdienst zurückbleiben kannst, ein wenig Gemeinschaft genießen kannst. Nimm ein paar Spiele mit und das Wetter soll sehr gut werden, sodass wir einen wunderschönen Sonntag dort gemeinsam verleben. Du hast jetzt auf deinem Stuhl ein Kärtchen, du kannst es gerne gebrauchen, dort einen ermutigenden Bibelvers, einen Gedanken, einen Wunsch aufzuschreiben und dort in dem Bereich, wo der Korb steht, für die Kollekte abzulegen
und du kannst dir ein anderes nehmen, was ein anderer vor dir geschrieben hat. Nimm das als eine Ermutigung mit für dein Leben und für deinen Weg. Denk daran, die Gemeinde zu unterstützen. Sei frei an dieser Stelle. Wir freuen uns natürlich darüber, wenn überall Freigebigkeit und großes Herz gelebt wird, sodass die Gemeinde dadurch unterstützt ist. Durch diesen Korb dort ist es möglich. Ich wünsche uns allen einen wunderschönen Abend und bete nochmal kurz zum Abschluss. Danke, Jesus Christus, dass du mit uns bist und dass du in diesen Abend mit uns gehst. Und wir vertrauen darauf, Heiliger Geist, dass du der Gute und der Weise bist. Du erinnerst uns an das, was wir gehört haben. So sei mit uns, Geist Gottes, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Impulse, dein Führen und dein Leiten. Danke, Herr, dass es für jeden Einzelnen von uns als eine Verheißung gegeben ist. Und der gute Gott, der dein Leben sieht und achtet, er segne dich, behüte dich und bewahre dich. Der gute Gott, lasse dein Leben und dein Herz strahlen, sodass Menschen merken, von welcher Hoffnung dein Herz und dein Leben getragen ist. Sei gesegnet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Einen schönen Freitagabend, schönen Sonntag. Tschüss und bis demnächst.